Heute Morgen wurde das Haus Englische Straße 20 von Aktivisten der Gruppe Social Media for All besetzt. Aus dem Grund, das Haus steht schon 7 Jahre leer. Am Lageso sind jeden Abend mehrere Menschen obdachlos und ohne Schlafunterkunft. Es geht darum, erstmal eine Schlafmöglichkeit für 50 Leute zu schaffen und außerdem ein politisches Zentrum, wo sich verschiedene Initiativen treffen können. Was ist im Augenblick Stand der Dinge? Im Augenblick ist Stand der Dinge, dass die Polizei behauptet, sie habe Kontakt zum Eigentümer und der habe eine Strafanzeige gestellt, damit das Haus geräumt werden soll. Liebe Menschen auf dem Dach, wir haben verhandelt. Es waren die Objektbeauftragten des Objekts vor Ort. Wir haben ihnen eine Zwischennutzung angeboten bis zum Abriss. Die Haltung der Objektbeauftragten war folgendermaßen, dass man verhandeln könne, wenn die Personen vom Dach gehen würden. Ansonsten bestünde keine Diskussionsgrundlage und ansonsten würde man auch räumen lassen. Der Zugriff fängt anscheinend auf der Rückseite des Gebäudes an, also die Seite, die wir nicht sehen können. Auf der Rückseite ist schweres Gerät angefahren. Herr Suhr von der Polizei, der den Einsatz leitet, hat mir eine eher kryptische Information gegeben. Er meinte, er entscheidet öfter mal und er habe sich in dieser Sache entschieden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ultimatum von 5 Minuten mittlerweile abgelaufen ist. Wäre möglich. Hat irgendein Feuerzeug? Vor das Gebäude und warten dort auf die Freilassung unserer Freundinnen und Freunde, die auf dem Dach waren. Dann gehen wir jetzt also weiter. Herr Tölle, der Justiziar der Polizeiabteilung, bitte halten Sie doch mal Ihre Truppen im Zaum. Gehen oder bleiben! Die gute Nachricht, 2 Personen sind anscheinend schon freigelassen worden. Wir warten jetzt noch auf die restlichen. Alle Gefangenen sind raus. Danke. Ich
Sprache, Draht und Tod, Waffen und Ehr. Beschützen, was er selber gilt. Im Kampf gegen die Barbarei ist jedes Mittel legitim. Kein Bock auf Gewalt, doch hoffe, ich krieg, was sie verdienen. Immer komm, bring mein